Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir machen heute Brokkolisalat. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt, was das jetzt wieder gibt. Ja, zuerst soll man den Brokkoli, wir fangen anders an. Also man braucht Brokkoli, Knoblauchzehen, getrocknete Tomaten, eigentlich in Öl, Frühlingszwiebeln und Tomaten. Eigentlich Cocktailtomaten, aber die hätte ich jetzt auch nicht da, also müssen es die tun. Dann soll man den Brokkoli putzen und kochen, bis das ja weich ist, und alles andere kleinschneiden bzw. pressen und in die Schüssel rein. Da kommt eigentlich noch Feta dazu, aber das überlege ich mir gleich, ob ich das damit mache oder nicht. Oder ob da noch ein paar andere Sachen dabei kommen. Aber dazu später. So, jetzt soll man den Brokkoli kochen, das mache ich gerade erst, und dann mache ich mir noch Edamame da rein, die müssen auch gekocht werden. Das mache ich auch erst und dann, so. Ich denke mal, das werde ich noch ein bisschen kleiner schneiden, glaube ich. Mal sehen, wie ich das mache. Das gefällt mir noch nicht so, ist mir noch zu groß. Das passt nicht in meinen Mund rein. Ja, erstmal koche ich den ganzen Brokkoli. So, mein Brokkoli ist fertig, ich habe hier Edamame zu kochen. Und ich schneide ihn aber kleiner, das ist mir zu groß. Mein Mund ist dafür zu nicht ausgelegt. So, da hinten liegen ja noch die Brokkoli-Dinger, die Strunke. Und irgendwas kann man ja auch damit machen, ich weiß noch nicht was, aber das finde ich auch noch raus. Da habe ich jetzt meine Edamame, eigentlich hätte ich auch alles auf eine Seite machen können, naja, egal. Die kippe ich da jetzt noch drüber. Ich weiß gar nicht, ob ich mir da jetzt noch Feta dazu mache. Ich glaube, das brauche ich gar nicht. Oder so eine halbe Portion. Ich guck mal. Das geht aber auch schon so. Das reicht bestimmt auch. So, jetzt kommen noch Gewürze. Was sagt denn hier das Rezept? Balsamico, Salz, Pfeffer, Olivenöl. Ja, Petersilie habe ich jetzt nicht. Egal. Dann machen wir das erstmal fertig. Jetzt fertig aus. Ja, das werde ich mir jetzt gleich schmecken lassen. Wird ja wohl reichen, die Portion für mich, ne? Werde ich wohl satt werden von. Ja gut, also ich mache jetzt keinen Feta drüber. Laut Rezept Feta ist halt die Edamame nicht drin, ne? Und es muss noch Feta drüber, aber ich denke mir, das wird zu reichen. Und dann mal sehen, ob das geschmeckt hat, aber ich denke schon. Ja gut, bis später.